So, herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wunderschöne Location. Ich hoffe, das Mikro mit dem Mikrofon funktioniert hier. Ja, sind viele Störgeräusche hin und wieder. Geht auch beim Nachbarn mal das Laubgebläse oder so an. Von daher, ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Was wir heute machen wollen, sind ein paar Portfolio-Analysen. Einige haben was eingesendet. Ich werde mir, denke ich mal, jetzt so drei Portfolios anschauen und das Ganze mal ein bisschen analysieren, bewerten. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, auffällig ist auf jeden Fall, dass extrem viele Quant-Liebhaber in dem Fall dabei sind. Also in letzter Zeit, so ziemlich jedes Portfolio, was ich eingesendet bekomme, ist sehr Quant-lastig. Was sehr gut sein kann, denn ich denke auch, Quant wird extrem gut performen in Zukunft. Es ist ja auch mein Ziel, dass Quant ja, so ziemlich den zweit- bis drittgrößten Part meines Portfolios einnimmt nach dem Bitcoin. Aber generell sollte man auch ein bisschen vorsichtig damit sein. Der Coin wird aktuell viel gehypt und ja, auch wenn es für mich natürlich in einem definierten Kaufbereich aktuell ist, kann es natürlich auch sein, dass es bei Quant nochmal ordentlich scheppert. Denn grundsätzlich haben gerade so die Coins, die jetzt gerade hypen, BNB, Quant, Matic, natürlich dann auch noch das größte Korrekturpotenzial, einfach dadurch, dass sie sehr, sehr hoch stehen. Auch wenn sie grundsätzlich long-term gesehen sicherlich auch noch unterm Wert sind, aber sollte man trotzdem vorsichtig sein und nicht alle seine Kohle verbrennen auf einmal. Gut, wir fangen auf jeden Fall an. Erstes Portfolio haben wir 74% Quant, 10,6% Veracity, 7,6% NIOP, 3,6% jeweils mit GRT, The Graph und EGLD und 0,5% andere. Also, wenn es ein reines Altcoin-Portfolio ist, sowieso sehr, sehr stark. Keine Frage. Grundsätzlich fehlt mir da natürlich ganz klar Bitcoin drin. Wenn gar kein Bitcoin dabei ist, dann sollte sich meiner Meinung nach zumindest einiges ändern. Genauso wisst ihr, bin ich natürlich großer Fan von XRP sowieso. Also ich persönlich würde es natürlich anders verteilen. Ihr kennt mein Wunschportfolio und da, wo es jetzt gerade steht und wo es sich hinbewegen soll. Aber grundsätzlich kann ich natürlich verstehen, wenn man extrem stark in die Coins reingeht, wo man natürlich auch die meiste Rendite dann in diesem Sinne sieht, weil ja. Es ist nun mal so im Bärenmarkt, die Chancen, die dort geboren werden, die sind natürlich bei diversen Altcoins deutlich, deutlich höher als beim Bitcoin. Und generell sehe ich auch so ziemlich mit das größte Potenzial in Quant, sowohl für die generelle Anwendung, dass sie genutzt werden muss, als auch natürlich in der Wertsteigerung des Tokens. Also, dass man extrem stark auf Quant setzt, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Es gibt einige, die so stark in Quant investiert sind. Mir persönlich wäre das definitiv zu viel mit 74%. Aber kann man auf jeden Fall so machen. Generell würde ich aber auch den Rest so ein bisschen in Richtung Gamble-Portfolio in Anführungsstrichen abstempeln, denn auch 10,6% VRR. Veracity wissen wir alle, ist ein Knallfroschprojekt. Kann super geil werden, aber auch dort 10,5% wäre mir in dem Fall deutlich zu viel. Also bei mir sind es gut 1,5% und das fühlt sich schon fast zu viel an irgendwie bei Veracity. Ja. Gehört halt ins Risikoportfolio, ne? Das kann leider Gottes auch noch voll schief gehen. Ich denke es nicht, bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so ist, aber ja, dem Risiko muss man sich definitiv bewusst sein. Wenn es aber generell natürlich Geld ist, was man so oder so bereit ist zu verlieren, kann man da nicht viel gegen sagen. NIOP bin ich gar nicht investiert. Warten wir den mal ab. NIOP zum Beispiel bin ich gar nicht investiert. Kann ich leider auch nicht viel zu sagen, weil ich mich mit dem Projekt gar nicht beschäftigt habe in dem Sinne. Also kann ich da nicht sagen, ob das eine gute oder schlechte Entscheidung ist in dem Sinne. GRT finde ich, hat meiner Meinung nach auch eigentlich sehr gutes Potenzial, ist aber auch bei mir persönlich der Coin, mit dem ich am stärksten im Minus stehe. Also ich habe da einen Durchschnittspreis, ich glaube, von 77 Cent, weil ich den Absprung nicht geschafft habe, bin recht spät eingestiegen, beziehungsweise eigentlich recht früh, ich glaube so bei 27 Cent das erste, habe dann aber im steigenden Trend immer weiter nachverkauft. Hätte dann eigentlich bei um die 2 Dollar verkaufen müssen, habe ich leider nicht getan und ja, jetzt stehen wir da halt einfach irgendwo bei 6 Cent. Das ist schon bitter. Also, da ja, ist bei mir auch die stärkste prozentuale Minusposition tatsächlich im Portfolio. Grundsätzlich kann ich mir aber auch da gut vorstellen, dass der nochmal ordentlich knallen könnte. Ansonsten, ja, wie gesagt, mir wäre es insgesamt zu risikoreich, das Portfolio, aber gerade mit der Seite Quant, wenn man extrem in Quant drin sind, kann ich das sehr gut verstehen, wenn man viel drauf setzt und das auch mit Abstand die große Position ausmacht. Ja, das ist genauso wie ein Bitcoin-Maxi, kann auch ein Quant-Maxi unterwegs sein und sagen 100% Quant. Das ist, wenn das deren Meinung ist, völlig vollkommen in Ordnung. Kann man so machen, mir wäre es definitiv zu risikoreich. Und gut, kommen wir zum zweiten Portfolio, was eingesendet wurde.
Dort haben wir 28% Quant, 16% VeChain, 13% Bitcoin, 11% Link, 9% USDT, in Klammern Derivate Trading, 8% XRP, 7% ADA. Rest sind kleinere Positionen mit Ethereum, Veracity und Crowd. Also steht noch, Grüße gehen raus und viel Erfolg beim Bootsführerschein. Dankeschön, den habe ich bestanden. Ähnliches wie vorher eigentlich, sehr, sehr quantlastig natürlich, knapp 30%. Ist sehr, sehr viel, aber das kann man bei Quant definitiv auch meiner Meinung nach so machen. Bitcoin ist natürlich dann verhältnismäßig recht wenig der Anteil. Auch das ist ein sehr, sehr starkes Altcoin-Portfolio. Mir wäre es persönlich auch hier wieder deutlich zu stark, aber auch das kann ich natürlich vollkommen verstehen, wenn man sagt, okay, man ist hauptsächlich sehr, sehr auf Rendite aus. Und da ist in den Altcoins natürlich mehr Potenzial. Die Altcoins, die gewählt worden sind, definitiv top. Auch das sind meine Top-Positionen, Quant, XRP. Auch ADA sind bei mir selber ja aktuell noch knapp 6%, genauso Link mit 11%. VeChain 16% fände ich auch ein bisschen viel, aber wenn man in VeChain die Stärke sieht, auch das ist vollkommen in Ordnung. Jeder kann ja natürlich anders seine Altcoins in dem Fall verteilen, wo man mehr Potenzial sieht als solches. Sind aber alles Coins, die ich auch im Portfolio habe, auch die bei mir mit dem größten Anteil in diesem Sinne ausmachen. Auch, dass man selbst 9% USDT, ob man es jetzt nun für Derivate-Trading hat oder nicht, generell, dass man einfach eine Position von rund 5-10% auch immer zurückhält für Crashes, ist auch vollkommen in Ordnung. Die kann auch natürlich noch höher sein in Zeiten wie diesen in den letzten Monaten. Wäre es sehr gut gewesen, wenn sie teilweise auf 50% ausgemacht hätte. Hätte man sich sehr, sehr viele Verluste gespart. Aber generell, achso, zugeschrieben hast du noch. Ja, ich sollte natürlich immer den vollständigen Text lesen, merke ich hier gerade. So schaut das derzeitige Portfolio aus. Und derzeit wird hauptsächlich Bitcoin und Link auch noch nachgekauft, um den Anteil deutlich zu erhöhen. Gut, dann habe ich hier in dem Sinne einfach eigentlich überhaupt gar nichts zu meckern. In dem Fall Bitcoin wäre mir zu klein, der Anteil, aber das hast du ja selber reingeschrieben, dass du das hauptsächlich jetzt nachkaufst, um das natürlich zu erhöhen. Von daher absolut solides Portfolio, finde ich in dem Fall sehr gut. Ja, kommen wir zum letzten Portfolio heute. Dort haben wir 45,89% Bitcoin, 19,24% Quant, 10,6% VeChain, 10,3% XRP, 6,7% Ethereum, 3,4% Link, 3,1% Veracity, SafeMoon steht hier auch noch drin mit 0,45%. Und habe ich so, kann ich auch direkt nichts gegen sagen. Es ist ein super Portfolio. Gerade mit Bitcoin hier in dem Fall als Ausreißer der größte prozentuale Anteil mit 45,89% ist super. Mein Ziel ist ja auch auf 40% Bitcoin in dem Fall zu kommen. Das sind bei mir, ich habe jetzt gut nachgelegt, mittlerweile sind es, anfangs waren es 22%, mittlerweile sind es knapp 25%. Also ich bin auch dort auf dem Weg, Bitcoin definitiv rund 40 und mehr Prozent meines Portfolios ausmachen zu lassen. Also das ist immer top, wenn Bitcoin auch die mit Abstand größte Position im Portfolio ist. An zweiter Stelle natürlich Quant. Bin ich ebenfalls genau deiner Meinung. 19% macht es hier auch. Das ist auch mein Ziel in dem Fall, dass wir das Quant bei mir 20% ausmacht. Auch dort habe ich gut nachgelegt, ist aber von 20% meines Portfolios leider noch weit entfernt. In dem Fall sind wirklich einige auch mit VeChain als sehr, sehr starke Position drin. Ich bin auch ein großer Freund von VeChain auf jeden Fall und das Potenzial ist definitiv da bei VeChain, keine Frage. Ich sehe aber dann doch in Quant XRP ein bisschen mehr prozentuales Potenzial oder auch was den Nutzen als solches angeht. Aber wie gesagt, das kann man natürlich definitiv so machen, wenn man ein großer VeChain-Fan ist. Und dementsprechend ist das auch okay, wenn man dem 10% mitnimmt. Mir persönlich wäre es zu viel, aber das kann man definitiv so machen. Ansonsten auch hier absolut solides Portfolio. Auch bei Veracity, das ist ein Knallfrosch-Projekt, wie gesagt, 3,18%. Finde ich auch noch ein bisschen zu viel. Das gehört wirklich, muss man wirklich sagen, man kann natürlich immer ein bisschen zocken, aber es gehört einfach ins Risikoportfolio. Also Veracity, gerade im vorherigen Portfolio, damit 10%, klar, man kann immer sagen, okay, das Geld tut mir nicht weh, wenn es vollkommen weg ist, aber selbst dann wäre es mir einfach zu viel in dem Fall. Und auch 3% finde ich da noch relativ viel, aber grundsätzlich gehört für mich Veracity auf jeden Fall auch ins Portfolio, kann auf jeden Fall noch sehr, sehr gut werden. Ja, SafeMoon haben generell immer noch mal viele gefragt. Also bei mir ist es auch weit unter 1%, noch weniger als 0,45%. Es hat mal eine Zeit lang super performt. Keine Ahnung, ob das jemals wieder hochkommt in dem Fall hier. Aber ja, ich habe auch da meine Position noch. Den Rest, den ich habe, habe ich nicht verkauft. Und mal schauen, vielleicht kann auch das wieder hochkommen. Generell, wenn solche Coins mal unter 1% oder sogar unter 0,5% ausmachen, das ist vollkommen in Ordnung. Kann man definitiv so gestalten. Auch hier sehr, sehr solides Portfolio. Gut, dann war es das auch. Ansonsten, ja,
geht das Video hier irgendwie eine Stunde und so weiter. Ich hoffe, das ist mit dem Ton in Ordnung für euch. Nicht zu viele Störgeräusche und ja, gegebenenfalls gibt es nochmal ein, zwei Videos von hier, je nachdem wie das Wetter jetzt noch die Tage mitspielt. Und dann würde ich sagen, haut da rein, ihr lasst hoffentlich wieder ein Like und ein Abo da. Pusht ordentlich den Algorithmus. YouTube kegelt mich nämlich leider so ein bisschen daraus, dadurch, dass die Inaktivität so ein bisschen gekommen ist. Aber ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.